Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Wenn es darum geht, hochwertige Produkte zu bestellen, dann setze ich natürlich auf Markennamen wie jetzt beispielsweise Tasmanian Tiger, Carinthia, Salewa etc. Aber es gibt natürlich auch viele Outdoor-Tools, die günstig sein können oder günstig sein dürfen. Und genau aus dem Grund habe ich bei AliExpress bestellt. Ihr seht es hier schon, das ist eine richtig große Tüte. Insgesamt sind das 4 Bestellungen über mehrere Monate hinweg. Und ich wollte eigentlich schon länger dazu ein Video gemacht haben. Die Tüte lag aber jetzt die ganze Zeit hier rum. Die neuen Bestellungen wurden da hineingefügt. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich selber schon gar nicht mehr weiß, was da alles drin ist. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und schauen mal, was ich bei AliExpress günstig gekauft habe. So, als allererstes haben wir hier so eine Fischreuse. Die ist natürlich relativ einfach gemacht, aber es ist tatsächlich genau die gleiche, die man hier in Deutschland auch kaufen könnte. Hier kostet sie 20 Euro und bei AliExpress habe ich insgesamt nur 4 Euro gezahlt. Der Versand war da kostenlos. Und vom Prinzip her ist es so, ihr faltet das Ganze einfach auf, macht den Reißverschluss hier zu und schon habt ihr eine fertige Reuse, die, wie gesagt, zwar günstig gemacht ist, aber vom Prinzip her sollte das Ganze natürlich funktionieren. Und ich finde sie auch von der Größe her ziemlich gut. Vom Packmaß her sind das ungefähr 25 mal 25 Zentimeter. Wir können es nochmal schnell nachschauen. Ja, ziemlich genau 25 Zentimeter auf 25, 26. Das passt also. Ja, wie gesagt, 4 Euro bei AliExpress. Und zum Testen, ob das Ganze funktioniert, reicht das allemal aus. Für den Notfall kann man das wunderbar in so einen kleinen Rucksack reinpacken, denn es nimmt überhaupt nicht viel Platz weg, finde ich tatsächlich sehr, sehr geil. Dann habe ich jetzt hier einen Wasserbeutel, den man halt in den Rucksack hineinpacken kann. Klar, bei sowas wäre ich natürlich immer vorsichtig, denn wenn der Beutel reißt, platzt oder irgendwelche Nähte undicht sind, dann versaut man sich das ganze Inventar im Rucksack. Deswegen muss man da natürlich schon etwas vorsichtig sein. Aber auf der anderen Seite, das kann einem natürlich auch mit einem höherwertigeren Produkt passieren. Hier sind noch so kleine Ösen dran, dass man den irgendwo festschnallen kann, beispielsweise mit Karabinern. Dann ist hier so ein kleiner Trinkschlauch dran. Wichtig ist natürlich zu sagen, dass ich das Ganze jetzt natürlich nicht getestet habe. Es ist also wirklich so, wie es mir geschickt worden ist. Aber dieser Wasserbeutel, der kostete mich 3 Euro. Also ich runde immer auf und ab, weil die Centpreise sind ja wurscht. Aber der kostete mich 3 Euro in der Größe 2 Liter. Es müsste auch irgendwo noch ein 3 Liter Sack dran sein. Der kostete dann, glaube ich, 4,50 Euro. Finde ich optimal vom Preis her. Und wenn der sich bewährt, dann ist alles in Ordnung. So, dann haben wir so ein kleines Plagiat. Und zwar handelt es sich hier um ein Bear Grylls Messer. Natürlich kein Original. Aber es ist trotzdem ein Full-Tang Messer. Mit einer recht dicken, stabilen Klinge. Einer wirklich guten Schärfe. Plus Kydex Hülle. Natürlich muss man bei sowas immer vorsichtig sein, denn wenn man sowas bestellt im Ausland, dann kann es durchaus sein, dass solche Produkte beim Zoll hängen bleiben und dort vernichtet werden. Gerade wenn es darum geht, irgendwelche Plagiate zu verbreiten, ist der Zoll sehr aufmerksam. Kann ich auch zu 100% nachvollziehen. Ich muss gestehen, ich habe bei der Bestellung nicht gesehen, dass es ein Bear Grylls sein soll, denn die hatten dort nur das Messer gezeigt, ohne diesen Aufdruck. Oder vielleicht war es auch so rum fotografiert worden. Und auch die Kydex-Hülle von hinten. Und da war dieser Gerber-Schriftzug nicht drauf zu sehen. Ich bin ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass es einfach nur ein Plagiat ist, hätte ich es nicht bestellt. Obwohl es vom Prinzip her ja doch ein cooles Messer ist. Deswegen, mir ging es eigentlich nur um das eigentliche Messer, weil ich das einfach cool fand, dieses Skelett-mäßige, wo man halt Paracord drum wickeln kann. Mir gefiel das mit der Fingermulde sehr gut, hier mit den Riffeln und auch die eigentliche Klingenlänge gefiel mir sehr gut. Das war der Grund, warum ich das bestellt hatte und nicht, weil ich jetzt unbedingt ein Bear Grylls Plagiat haben wollte. Die Klingenlänge beträgt hier ungefähr, also 85 bis 90 mm, ist also
ein recht kleines und handliches Messer. Als Neckknife ist es wahrscheinlich schon zu groß, denn insgesamt haben wir hier eine Länge von über 20 cm, also 21 cm. Für ein Neckknife ist das schon zu groß und zu schwer. Aber nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein cooles Messer. Dass jetzt halt ein Plagiat ist, stört mich schon ein bisschen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie den ganzen Schmarrn hier einfach weggelassen hätten und hätten es einfach als No-Name gekauft. Aber nun ist es da und ich werde es auch behalten und in Ehren halten. Dann habe ich mir hier noch diese Rolle gekauft, die eigentlich für Zeichenstifte gedacht ist. Da ist von außen so eine kleine Landkarte drauf gemalt und von innen habt ihr hier halt solche Taschen, drei Stück an der Zahl, plus hier hinten ist ebenfalls durchgehend. Das Ganze kann man dann abdecken und normalerweise ist die für Stifte gedacht, nur ich habe mir gedacht, ich bestelle mir das einfach mal, weil man da natürlich auch Multitools reinpacken kann. Gut, so ein kleines Victorinox, das wird jetzt direkt davon von der Tasche verschlungen, das findet man erstmal gar nicht mehr wieder. Aber diese größeren Tools wie das Swiss Tool oder auch irgendwelche Leatherman Tools oder meine LED Lenser, die große Taschenlampe, die passt hier sehr gut rein und das Ganze kann man dann am Ende trotzdem noch aufwickeln. Und von daher finde ich das schon ziemlich cool. Man kann es halt relativ platzsparend weglegen oder aber man sagt, man nutzt es gar nicht für Tools, sondern wirklich für irgendwelche Stifte, Pinsel oder ähnliche Sachen. Kostete übrigens nur 1 Euro, war also einfach nur, mir hat die Landkarte gefallen, deswegen habe ich mir gedacht, ich bestelle es mal mit und irgendeinen Nutzen dafür werde ich schon finden. Dann habe ich mir das hier noch bestellt und zwar soll das so eine Art Bewegungsmelder sein. Ich habe aber tatsächlich bis jetzt noch nicht kapiert, wie der funktioniert. Also den habe ich schon ausgepackt gehabt. Hier ist an der Seite noch so ein kleines Licht dran. Das ist aber jetzt für meinen Zweck relativ unwichtig. Und sonst gibt es hier keine Schalter. Also es gibt diesen Lichtschalter und mehr nicht. Dann kann man das Ganze hier öffnen. Beziehungsweise hier kommt dann ein Off und ein Auto. Jetzt stellen wir das mal auf Auto. Und normalerweise, wenn jetzt hier irgendwas vorbeigeht, sollte das Teil lospiepsen. Tut es aber nicht. Ich weiß nicht warum. Die Batterie oder Batterien sind richtig eingesetzt. Das habe ich geschaut. Sonst würde auch die Taschenlampe nicht funktionieren. Aber aus irgendeinem Grund geht dieser Bewegungsmelder nicht. Das wäre halt toll gewesen, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn man irgendwie mal nachts unterwegs ist, dann kann man das in der Nähe vom Zelt positionieren. Und wenn dann zum Beispiel... Oh. Okay, es geht doch. Ich weiß jetzt nicht, warum es auf einmal funktioniert. Und vorhin, als ich die ganze Zeit mit der Hand davor gegangen bin, hat es nicht funktioniert. Ja, ist mir ein kleines Rätsel. Aber, boah, es ist wirklich erschreckend laut. Hatte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich habe mich auch selber ein bisschen erschrocken. Von daher ist das eigentlich schon ziemlich cool. Also wenn da irgendwelche Tiere ums Zelt herumschleichen, dann werden die von dem Alarm auf jeden Fall erschreckt und dann weglaufen. Und auch wenn einem jemand etwas Böses will, kann ich mir vorstellen, dass das einen guten Abschreckungseffekt hat. 120 Dezibel Alarm. Ja, wie gesagt, das war also wirklich, wirklich laut. Bestelle ich mir vielleicht sogar noch ein zweites und ein drittes von. Kostete 6 Euro. Finde ich ganz okay für den Preis. Wenn es denn dann zuverlässig funktioniert und vor allen Dingen, wenn man es einschaltet, dass es dann direkt funktioniert, ja, kann man durchaus gebrauchen. Werde ich mir mal merken. Genau, hier ist dann der zweite Packsack. Vom Prinzip her genau der gleiche, nur halt mit 3 Liter Volumen. Aber wie gesagt, sonst absolut identisch zu dem kleineren Packsack. Und die werde ich halt mal draußen testen, um zu schauen, wie die funktionieren. Natürlich werde ich hier solche Leitungen erstmal schön mit Wasser alles durchspülen, damit das wirklich sauber ist. Ich weiß ja nicht, was für Reinigungsmittel die da durchgepresst haben oder was für Chemie oder was auch in dem Beutel noch drin ist. Deswegen, ich werde das erst ein paar Mal ausspülen und dann werde ich die auf jeden Fall mal testen. Und dann haben wir das hier noch. 1,70 Euro. So ein Sitzkissen. Das ist jetzt nicht dieses klassische Sitzkissen, was man von der Bundeswehr kennt. Es ist eher so ein Schaumstoff, ungefähr 1 cm dick. Aber es reicht auf jeden Fall, dass man sich nicht in den Dreck setzen muss.
Es isoliert ein kleines wenig, also auch wenn es draußen mal auf einer gefrorenen Bank sitzen möchte oder auf einem Baumstamm, der nass ist, kann man das drauf tun, sich dann hinsetzen. Passt wunderbar. Ist halt 1,70 € Qualität, aber ganz ehrlich, es ist ein Sitzkissen. Also da muss es jetzt kein Sitzkissen sein, was 15, 20 € kostet. Das erfüllt vollkommen seinen Zweck. Die Firma ist wohl Nature Hike. Habe ich es jetzt so noch nicht gehört, aber ich habe gesehen, dass die auch Zelte und Hängematten und sowas anbieten. Auch ultra günstig. Da hatte ich mir vor Jahren mal eine Hängematte bestellt. Die war, glaube ich, sogar von Nature Hike und hatte mir die über, ich glaube, eBay war es gekauft. Und dann stellte sich aber heraus, dass es irgendein China-Produkt war. Und da war eben auch der Name genannt worden. Die Hängematte an sich, die war tatsächlich unterirdisch schlecht. Aber wie gesagt, bei so einem Sitzkissen hier, was soll man da großartig falsch machen? Und für 1,70 €, das ist geschenkt. Das nimmt man auf jeden Fall mit. Dann haben wir das hier. Mal schauen, was da drin ist. Ah, genau. Ein Kompass. Mal schauen, ob der nordet. Da ungefähr müsste Norden sein. Wunderbar. Der funktioniert. Scheint zu funktionieren. Ja. Er hält Norden. Ja, der funktioniert tatsächlich ganz gut. Das geht sich auch so aus, weil darunter ist der Königssee, da ist also Süden. Sehr gut. Hier diese Skala ist drehbar. Hier außen sind noch verschiedene Maßstäbe zu erkennen. Ein ganz normales Lineal und eine Lupe. Mal schauen, was diese Lupe hergibt. Okay, die Lupe ist, ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann, aber ja, es wäre schon untertrieben zu sagen, dass die schlecht ist. Die taugt also wirklich gar nichts. Aber mir ging es natürlich in erster Linie nur um den Kompass. Und ja, der zeigt zumindest Norden an und damit macht er das, was ein Kompass eigentlich machen soll. Der ganze restliche Klimbim, der dabei ist, naja, der ist halt leider nicht so gut, sage ich mal. Zumindest die Lupe ist halt nicht brauchbar. Der Maßstab und sowas, das wird hoffentlich stimmen. So, und dann nehmen wir noch ein letztes Produkt. Gott, so kam das hier an. Ein Monokular. 10 mm Linsendurchmesser. 20 mm Linsendurchmesser und 10-fache Vergrößerung. Ist wirklich, wirklich winzig klein. Gut, das kann man jetzt natürlich hier nicht testen. Aber ich mache mal selber einen Blick durch. Es lässt sich auf jeden Fall. Also es lässt sich schon scharf stellen, man muss aber hier ewigst weit drehen. Also ihr seht das ja hier, damit stellt man die Fokussierung ein, beziehungsweise damit kann man scharf stellen und schaut euch an, wie weit das drehbar ist. Also ein sehr, sehr kleines Gewinde und um da scharf zu stellen, muss man halt wirklich ewigst weit drehen. Aber gut, das ist was, da kann ich mit leben. Das Monokular kostete 8 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Deutschland tatsächlich viel teurer wäre. Es ist halt reiner Plastik. Ich weiß noch nicht mal, ob die Linsen wirklich aus Glas sind oder ob das irgendwie so ein Verbundstoff ist oder irgendwie so eine Art Plexiglas, was linsenförmig geschliffen ist. Aber ich muss sagen, von der Bildqualität her, wenn man durchschaut, ist es tatsächlich gut. Also es ist scharf, man kann alles gut erkennen. Es gibt keine deutlich erkennbaren Farbfehler, zum Beispiel Grün- oder Blauverschiebung, das passt alles. Und für so ein kleines Hosentaschending ist das schon wirklich gut. Schöner wäre es vielleicht noch, wenn man das Ganze irgendwie zusammenklappen könnte, weil das ist halt so, ja, von der Verpackung her ist es halt blöd zu verpacken. Man hat immer Angst, dass da irgendwie was kaputt bricht. Und ja, es ist noch nicht mal irgendwie so ein kleiner Beutel oder so eine kleine Schutztasche dabei. Das wäre jetzt natürlich noch ganz nett gewesen. Aber ja, wie gesagt, für 8 Euro ist das okay. Man muss halt nicht immer ein großes Fernglas mitschleppen und hat eine ordentliche Vergrößerung. Zehnfach ist schon völlig ausreichend. So, und das war es auch schon mit dem ersten Teil meiner AliExpress-Bestellungen. Insgesamt schon coole Artikel. Vom Preis her dürfte ich ungefähr so 30, 40% ungefähr gegenüber dem deutschen Preis eingespart haben. Bei manchen Artikeln vielleicht sogar noch etwas mehr. Gut, der Plagiatausfall, das sage ich jetzt nichts zu. Das Messer wäre, ich habe nachgeschaut, im Original, ich glaube, bei 70 € gewesen. Und ja,
Ist halt so. Aber das war halt nur der erste Teil meiner Bestellungen. Nächste Woche kommt also noch ein zweites Video dazu, weil ich möchte das ganze Video ja jetzt nicht zu groß und zu lang gestalten. Und ich kann euch jetzt schon sagen, nächste Woche sind auch einige Sachen dabei, die wirklich, wirklich bärig sind. Also, seid nächste Woche wieder dabei. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, ciao.